zurück zu Risen. In der letzten Folge sind wir erfolgreich vom Strand hier hochgelaufen. Haben ein paar Pflanzen eingesammelt, haben Wölfe besiegt, Gnome besiegt. Und jetzt sind wir hier. Hier ist ein Lagerfeuer. Hier. Na nee, gut. Was machen wir als nächstes? Irgendwas. Nimm alles mit. Einfach nur. Muss ich hier muss verhökern können und so, ne? Bleib anständig. Lass dich nicht unterkriegen. Ja. Ein paar aufmunternde Worte von mir. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ein Besen. Ja. Können wir mal sauber machen. Ein Schlüssel. Aber ich muss sagen, wir legen uns jetzt nicht hin. Ich kann ja draußen erstmal nicht schlafen. Weiß ich. Ich brauche eine Pfanne. So, ich muss erstmal die Truhe. Warten wir jetzt mal alle. Riecht schon mal nicht schlecht. Lecker. Sieht richtig lecker aus. Ja. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Ich könnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig! Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Dann gib mir noch mal ein Stück Fleisch. Hier, hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wir müssen weiter, ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Kapitel 1. Die verbotene Insel. Ich will ja nicht sagen, Mädchen, aber ich glaube nicht, dass du hier sicher bist. Auf einmal die Hütte verlassen ist, wenn du auf jeden Fall mal Wölfe nachgucken, was hier so abgeht. Und ja, das ist so ein leckerer Imbiss für die Wölfe. Ne? So ein leckerer Snack für das durch. Ja, mein Junge. Ah, sehr schön. Ich muss gerade speichern. Ach, hier mal weiter. Ja! Ich hab mir das Spiel weiter speichern. Mann. Uiuiui. Ja! Jo. Pilz. Noch mehr Pilze.
So, weiter geht's. Da ist so eine, so eine Motte. Ja! Das ist ja mega ekel. Boah, Alter, was die aber ein Geräusch machen, wenn die sterben. Das ist einfach nur. Oh. Ich. Oh, hat gar nicht gespeichert, sehr gut. Ich weiß, dass es hier eine Falle gibt. Ja, es ist jetzt sehr. Es ist halt kein Blind Let's Play, ne? Aber. Ja. Hallo? Ich seh nicht. Ich seh nicht, Kamera. Gott, Hilfe. Alter, sei ruhig, du Misty. Die machen schon Geräusche machen. Das ist nur eklig. Weiter geht's. Gut. Dann noch auf hier. Lampe. Als ich das erste Mal hier Risen gespielt habe, bin ich bestimmt 3 oder 4 Mal einfach wieder gerade ausgenommen, hab mich, bis ich gecheckt habe, dass ich hier runtergehe und nicht wieder, immer wieder reinfalle. Ja, da war ich noch jung. Wo ihr jetzt weiß ich jetzt. Was haben wir denn hier? Das kenne ich noch nicht. Schwache. Okay. Heiltrank. Münze. Münze. Okay. Ich glaube, da wurde mich jemand gefressen. Eine Matte schnell erledigen. Ja. Na super. Muss man sagen, weiter geht's ins Landesinnere. Mal schauen, ob wir jemanden finden. Ne? Okay, die kann ich anscheinend nicht blocken. Gut. Oh, noch ein Haus. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar. Oh, mein Rücken. Also, was willst du hier? Wo genau bin ich hier? Auf der falschen Seite meines Schwertes, würde ich sagen. Ich frag dich nochmal, was hast du hier zu suchen? Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt! Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. Okay. Na super. Ah. Ah, Münze. Münze? Münze. Mal schauen, was haben wir hier noch? Noch was? Okay.
vernünftige Waffe. Na gut. Macht schon einiges mehr Schaden. Dann muss ich mal sagen. Wir gehen jetzt mal hier am Wasser. Und machen uns mal wieder voll. Wir müssen mit, von dem Essen nehmen. Und können das aufbewahren für Kämpfe. Noch einmal. Okay, jetzt reden wir mal mit unserem guten Nil. Ich habe ein Schwert gefunden. Na siehst du. Ich habe eine Frau unten im Süden zurücklassen müssen. Im Süden, sagst du? Die Wildnis da unten ist gefährlich. Da wird sie alleine nicht lange überleben. Gut. Ich kümmere mich um sie, sobald ich Zeit dazu habe. Wenn du sie das nächste Mal siehst, dann kannst du ihr ja sagen, dass ich sie holen werde, sobald ich einen Platz für sie gefunden habe. Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen Kämpfer. Ein Schwert hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. Ja, wir gehen erst mal. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem, folge mir. Wir gehen erstmal ins Banditenlager. Ich will mich überlegen, ob ich komm mit. In die Vulkanfestung gehe. Um dort halt Magier zu werden. Aber ich würde erstmal alle Quests so weit machen, dass ich halt quasi. Warte mal. Ich krieg doch die EP, wenn ich nicht mit den EP bin, oder? Oh, aber okay. Hilfe! Wildschwein will mich. Hilfe. Alter, muss dich retten. Danke. Oh mein Gott, Mire. Die Show lasse ich mir nicht hingehen. Darauf, Eddie, erfahren. So ist's recht. Niedermachen muss man die. Okay, wir lassen andere Bildschirme jetzt mal. Weiter jetzt! Nochmal. Noch zwei Würfe. Nil, hilf mir! Mist, verdammter! Es gibt Ärger! Warum? Hat der gerade auf mich eingeschlagen? Wow! Alter, what the fuck? Okay, ich sollte definitiv öfter speichern. Fuck. Ja, wir sehen uns gleich wieder.